Hallo, wunderbar. Liebe Freunde, Gäste und Kunden der Firma Gartenbau Schröder, wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zum heutigen Beachhandballspiel. Das Wetter nicht ganz so spitze, aber ich glaube, wir haben trotzdem alle viel Spaß, viel Freude. Hoffen, dass alle die Knochen heile, dass die Knochen heile bleiben und dann haben wir alle großen Spaß. Frank, ich finde es eine super Idee von dir, dass du diese Sache mit dem Beachhandball mal wieder aufgegriffen hast. Vielleicht erinnern sich noch einige von Ihnen, dass wir von Naturgemeinde Lage in den Jahren 1997, ich glaube bis 2001, 2002 regelmäßig Beachhandballturniere auf dem Marktplatz durchgeführt haben mit sehr großem Erfolg. Und du hast diese Idee mal wieder aufgegriffen. Finde ich gut. Was war der Anlass? Ja, die drei Handballer, die eben von mir den Garten bekommen haben, die eigentlich, wir sind jetzt mittlerweile auch eigentlich ganz gut befreundet und wir haben gesagt, Mensch, wir stellen ein kleines Tor auf, machen so eine kleine Handball-Session und daraus sind jetzt 250 Tonnen Sand geworden mit zwei Toren und ein paar mehr Mannequins bei Tegelage. Finde ich schön, klasse, dass ihr alle hier seid. Ja, ich möchte noch zwei, drei Erklärungen abgeben zu dem Spiel. Anders als beim Hallenhandball werden beim Beachhandball keine Tore erzielt, sondern Punkte. Und zwar hat man die Möglichkeit, ein bzw. zwei Punkte zu erzielen. Ein einfaches Tor aus dem Spiel heraus gibt einen Punkt. Ein Tor, das ein Torwart erzielt, der vorher auch im Tor war und damit nach vorne stürmt und trifft, gibt zwei Punkte. Ein Kempertor gibt zwei Punkte. Kempertor ist, wenn der Ball in der Luft gefangen und dann direkt geworfen wird. Auch ab einer Pirouette beim Wurf gibt zwei Punkte. Ja, wir werden das also sagen, wer welche Punkte erzielt hat. Die grüne Mannschaft ist die aktuelle Mannschaft der TG Lage, die in der Bezirksliga spielt. Naja, und die weiße ist so eine mittelschwere Weltauswahl, sage ich jetzt mal. So, dann wollen wir mal gleich loslegen. 3 Uhr Anpfiff. Die Mannschaften machen sich bitte fertig. So, noch ein Wort zu den Referees. Die beiden Herren in der roten Hose. Auch altgediente Handballer der TG Lage, Till Denier und Manni Richter. Danke, dass ihr das hier macht. Das ging früher auch schon mal besser, glaube ich, oder? Wiederholung. So, feuert die Freunde mal ein bisschen an hier. Das ist extrem anstrengend im Sand, könnt ihr mir glauben. Super Parade von Florian Kölmann im Tor. Einwurf grün. Jawohl, das ist das, die ersten beiden Punkte für die Weltauswahl, die Richter nach dem Kempertrick. Und der nächste Kempertrick. 4:0 für die Weltauswahl. Torschütze Rolf Herrmann. Hallo, ich weiß es nicht. Geh noch mal durch. Ja, aber wir müssen gleich wieder raus. Jetzt sind drei Weiße, wir müssen wieder raus. Situation blitzschnell erkannt. Super Tor. Nee, aber die machen wir nicht rauslaufen.
Verlegt, nichts verlernt. 2 Punkte von Markus. Es steht inzwischen 8:0. So, Tiki-Lage, was ist los mit euch? Ehrfurcht? Und Jonas Frevert verkürzt für die Tegelage. Spielstand 2:10. Gelbe Karte für Markus Bauer, das war hart an der Schmerzgrenze. Ja, das ist übersehen. Marian Meyrig, 1 Punkt für die Profis. Spielstand 11:3. Und den Eidern Kemper Tor durch Markus Bauer. Spielstand 13:3. So, die Grünen brauchen, glaube ich, hier mal ein bisschen Unterstützung. Die können deutlich mehr, das weiß ich. Sind noch nicht richtig im Spiel, die Jungs. Aber jetzt, Stefan Weniger verkürzt. Leider nur 1 Punkt. Ja, so spielt man Beachhandball. Pass in der Luft gefangen und abgeschlossen. Alex Scholz zum 15:4. Ja, und Tommy Liebrecht im Tor hält die Kiste sauber. Und schon rollt der nächste Angriff. Oh, schlecht! Tommy, ab, ab, ab! Oh, Nuno! Super Parade. Und Julia, deiner spielt ja wie so ein junger Gott. Macht ja immer noch Feierabend. Ach so. Ja, kann schreien. Nuno, portugiesischer Nationalspieler, konnte den Ball nicht bearbeiten. Nur in welcher Sportart der Nationalspieler ist, das ist noch nicht ganz klar. Aber jetzt ist er am Ball und... Ja. Ja. Ich bin
Kamera kommt auch. Da ist es passiert. Unser Gastgeber setzt ein. Schönes Tor durch Frank Schröder. Danke. Frank, das sind 3 Punkte, wenn der einen macht. Ihr habt schon so viel. Es gibt auch noch 1 Punkt. Ja! Und so wird mein Paket. 5:17. Sehr schönes Tor, Tore. Leider wieder nur 1 Punkt. 2. Okay, A zählt als Pirouette. Okay. Rittberger oder was das war. Die Dynamik eines Bundesliga-Handballers. Rolf Herrmann, 2 Punkte, 19:7. Mit einer Pirouette. So! Noch 2 Minuten! Ah, schade, leider Kreis ab. Die letzten 1,5 Minuten laufen in der ersten Halbzeit. Bleiben Sie auch bitte in der Halbzeit hier. Es gibt interessante Interviews von Radio Lippe gleich in der Halbzeit mit den Spielern. Und Felix Richter mit dem Patrick. Kurz vor der Halbzeit. Aktueller Spielstand 21:11. Ein bisschen mehr Muckis dran als bei mir, ne? Das stimmt, das kann ich nicht. Okay, also egal ob das fürs Auge. Genau, auf die Größe liegt, ne? Also, ja, ja, die Weltauswahl in Weiß um Frank Schröder wird etwas wacher heute. Obwohl hier gefeiert wurde gestern Abend. Ich weiß, dass alle dabei waren. Was? Halt! Und Max Tietke verkürzt mit dem Halbzeitpfiff auf 13:23. Ja, das lässt noch Spielraum für die zweite Halbzeit. Ist noch alles offen. So, jetzt kurz die Interviews. Mit ja, Freunde. Während hier einige stehen und so wirken, als wenn sie überhaupt noch nichts getan hätten, sind andere doch schon ziemlich am Boosten. Also es ist offensichtlich die Fitness nicht bei allen gleich. Ich bin froh, dass ich selbst nicht mitmachen muss hier. Das geht wirklich richtig auf die Pumpe. Hier im Sand ist echt anstrengend. Markus, komm mal zu dir. Der ganz große Hype um Beachhandball hat ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Es gibt nach wie vor deutsche Meisterschaften, die jedes Jahr in Cuxhaven stattfinden. Es gibt auch eine Beachhandball-Nationalmannschaft, wenn ich richtig informiert bin. Was glaubst du, womit hängt das zusammen, dass es nicht mehr ganz so populär ist?
Ja, die Frage ist, ob es überhaupt mal richtig populär war. Also man möchte eigentlich den Beachhandball ein bisschen nach vorne bringen, aber so richtig klappt es eben nicht. Und ich denke, das Hauptgrund ist, dass alle lieber den Hallenhandball sehen und dass da eben auch die Zuschauer mehr auf ihre Kosten kommen. Also ich habe es jetzt schon gemerkt, einige fragen, wieso wechselt ihr so viel oder wie sind die Regeln, ist auch nicht so einfach. Und es sieht ein bisschen spektakulär aus und ich denke, das ist eine gute Sache für so einen Teil unserer Sportart. Und insofern wird es weiterhin die deutsche Meisterschaft geben, wird auch weiterhin die EM und WM geben, wobei das ja auch schon so ist, dass die Deutschen da einer mal nicht teilgenommen haben, weil es zu weit war, zu teuer war und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Okay, danke dafür. Also es bleibt eine Randsportart, das muss man ganz klar sagen. Es sind auch Spezialisten, die Beachhandball spielen. Das sind nicht unbedingt Leute, die aus einer Halle kommen oder einer Halle sehr hoch spielen, sondern die sich ein bisschen auf diese Sportart spezialisiert haben. Ich glaube, das sind wir alle so, ne? Ja, Rolf, zu dir noch Glückwunsch zum Sieg gestern. Ihr habt ja echt einen Lauf im Moment. In Hamburg sehr unglücklich, gegen die Löwen war auch was drin. Aber im Moment läuft ganz gut bei euch, ne? Ich denke, wir haben uns gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenregion ganz gut präsentiert und sind leider nicht belohnt worden in Mannheim mit einem Punkt, aber gestern hat es mal wieder mit zwei geklappt und ich denke, darauf kann man aufbauen und im Moment läuft es ganz gut bei uns. Okay, wenn alle wieder soweit sind. Im Anschluss hieran haben wir noch 20 oder 30 Handbälle mit Unterschriften hier gleich in die Menge zu werfen. Also hier bleiben wir bis zum Schluss. Ganz da hinten, aufs Feld muss er laufen. Ja, bereiten wir uns auf die zweite Halbzeit vor. Noch eine kleine Information dazu. Die zweite Halbzeit beginnt wieder bei 0:0. Es werden beide Halbzeiten separat gespielt. Sollte jetzt die Mannschaft TG Lage die zweite Halbzeit gewinnen, gibt es anschließend noch ein Penalty werfen. Sollte das erforderlich sein, erkläre ich das noch kurz. Hoppala! Schöne Trick. Das war zu schnell für Jonas. Oh, die da. Ah, da fasst sich Frank Schröder ein Herz. Ist leider nicht belohnt worden. So, die Grünen jetzt mal hier ein bisschen Gas geben, ne? Welle klauen hinten, vorne Tore werfen. Oh. Ah. 2 Punkte für Rolf Hellmann. Wenn man den Trainer passt. Hi. So, Timeout, kleines technisches Problem. Was? Alles gut. Gut. Und Stefan Weniger verkürzt. 2:1. Für Weiß. Den Tor hat Toni auch noch mit ja. Den wir direkt machen. Den Tor hat Toni auch noch. Oh, guter Mann! Spiel raus, ja. Ich hab das Ding geschafft, den Frank zu bewegen. Ja, das freut mich auch. Erstes Mal Sport in seinem Leben. Oh, Doppelsieger. Ganz hohe Handballschuhe hier. Markus auch, Alex Scholz. Gibt aber auch noch 2 Punkte. Der meckert. Dass er mit der gelben Karte noch gut bedient. Hat ein bisschen was von Beach Volleyball, die Aktion. Trotzdem 2 Punkte durch Max Kiepke. Spielstand 4:4 und schöne Parade von Tommy Liebrecht. Hält seine Mannschaft im Spiel. Harry. Nee, wir müssen jetzt auf die Feier.
Komm, nein, ich hab extra geholt. Nee, danke. Da fahr ich lieber. Komm. Und so war es final erfolgreich beim 6-Meter-Wurf. 5:4 für die Grünen. Die erste Mannschaft der TG Lage, die übrigens heute um 4:05 auch noch ein Meisterschaftsspiel zu absolvieren hat. Vielleicht finden wir mal die Zeit und schauen am Wetter noch vorbei. Lohnt sich immer. Du hast ja eine Kelle. Stand da einer hinterm Zaun, den Flur er nicht mag, oder was war los? Schönes Tor durch Benny Richter. 6:6. Zweite Halbzeit deutlich spannender als die erste. Und Stefan Williger, eigentlich Torwart der Kegellage. Außenrund drauf zum 7:6. Für die Grünen. Komm! Und wieder Stefan Williger zum 8:6. Das schon gehen! Wo will die Grünen? Eins, dann ich hier. Ich steh doch gar nicht im Feld. Die Grünen. Aber gleich im Feld. Zeit spät. Da hat er sich den falschen Abwehrspieler ausgesucht. Marian Meyrix, gefühlte 2,20 Meter groß. Da wirft man nicht mal so eben rüber. Und wieder der Torwart. Stefan Weniger holt hier Punkt um Punkt. 2:5 für Marias Pirouette. Spielstand 9:6 für die TG. Wolf, wie sieht's aus? Ja, das haben die beiden nicht zum ersten Mal gemacht. Schöner Kämpfer von Rolf Herrmann. Spielstand 9:8 für die Tegelage. Ich weiß gar nicht, was der rechts außen gemacht hat. Gut! Ja! Und dann noch das Klimpertor von Benny Richter. 10:9 für die weiße Weltauswahl. Okay,
Und im Tor, Florian Kammer. Irgendwie springt doch auf Hermann Hörth. Ah, Nuno, das war sehr ärgerlich. Wie es passt. Ah, dann nimmt Tommy lieber die kleine Geschmacksprobe. Tommy, wie schmeckt der dann? Ja, so geht's. Vorne gezaubert, aber den Ball nicht ins Tor gemacht. Und das wird sofort gestraft. Florian, der nervige Jungs, die müssen gleich auch noch treffen. Ich wollte sagen, der ist schon so. Verkürzt für das grüne Team der TG Lage. Aktueller Spielstand 18 zu 17. Darf ich doch mal raus? Auf nagelt das Tor zu. Ja, aber auch mal ein Pünktchen. Ja, das war ein 7-meter-würdiges Foul, ganz klar. Ich denke, dass Frank Schröder antreten wird, sich der Herausforderung stellen. So, Frank, das Runde muss ins Eckige, ne? Nach so einem Ding sollte man am besten seine Karriere direkt beenden. Was gehört? Ah, schöne Parade von Tommy Lieberich im Tor. Hält seine Truppe im Spiel. Noch eine Minute, Frank. Letzte Minute läuft, aktueller Spielstand 19 zu 18. Für die weiße Weltauswahl. Ja.
Und der Ausgleich Jonas Rehbart. Mit einer Pirouette. 20 zu 19 für das grüne Team, die sich damit die zweite Halbzeit holt. Respekt, Respekt. Danke sehr, wir haben auch noch Zeuge des anschließenden Leitewerfens. Glauben wir, das ist ein ziemliches Spektakel. Seien Sie hier. Das macht Spaß. Penalty ist praktisch wie ein Tempo-Gegenstoß. Der Torwart spielt den auf das Tor zulaufenden Spieler an. Und dieser versucht zu fangen und zu werfen. Am besten natürlich mit dem Kämpfer oder mit einer Pirouette, weil es einfach doppelte Punktzahl gibt. So, nun startet los. Erster Schütze für die Weltauswahl, Marian Meirix. So gut sein, in der Luft gefangen und geworfen. 2 Punkte für Weiß. Oh oh. Das war knapp, aber sehr gut gelöst und knapp. 2 zu 2. Florian eben natürlich, Entschuldigung, Florian. Wollte ich wissen. Der Druck ist ganz hoch. So, stehen immer noch 2 zu 2. Jetzt für Weiß am Start. Die portugiesische Tormaschine Nuno. Sehr unglücklich. Sehr unglücklich. Verladen hast du. Du machst länger. Du machst auch noch gut. Das war ja schwer. Schossen. Da Tobi Nord. Großes Risiko gegangen. Leider nicht belohnt worden. Lauf weg! Komm! So, Weiß geht in Führung. 4 zu 2 durch Alex Scholz. Ja, Jonas. Sah gut aus. Leider zählt es nicht. Wer 5 Schütze jeweils? Nein, 4. Vier. Ja? 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 Der Schiri hat den Überblick verloren. Warte, Lehrer. Kann auch nicht mit 15. Landet der Ball da hinten auf dem Feld. Eigentlich kann er das besser. Das weiß ich genau. So, wir wollten mal vielleicht ins Spiel gehen. Es steht 4-2 für Weiß. Also. Dann ist es passiert. Die Weltauswahl gewinnt am Erwartungsgemäß den Tisch. Ich bin sehr, sehr anstrengend. Kommt her, und Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. So, laufen Sie nicht weg, es gibt auch eine Welle. Und das Publikum fliegen. Möglichst fein, die reinweisen. Niklas! Gib doch mal kurz den Ball ab! Markus? Ja?
Und der Schreiber immer noch hin. Jetzt komm hier! Ich bin leider schon 50 Lager. Flo, wo ist das?